dem 21 Mate Büro. Ich bin hier gerade noch am Vlog schneiden von gestern. Kathi ist auch hier am Start. Und warum bin ich ins UFO gefahren, um sie das zu schneiden, Leute? Ich warte hier gerade noch, denn wir beide haben Alfie seit 3 Tagen nicht gesehen. Seit 3 Tagen kein Alfie. Denn Johanna, eine unserer Mitarbeiterinnen bei 25 Mate, hat in der Zeit, während wir in Frankreich waren, auf ihn aufgepasst. Ist schon traurig, wenn er wieder nach Hause kommt und kein Alfie hier steht. Muss ich schon zugeben, ist irgendwie komisch. Aber jetzt gleich ist er wieder da. Hört ihr das? Alfie? Ich hab gesehen, du warst auf großen Spaziergängen unterwegs, ne? Wie war das? Aua! Und du hast Izzy in die Lippe gebissen? Hast du das gemacht? Wie ich dir gesagt habe, sehr gut. Au! Oh, jetzt hast du Kaffee. Ja, ich auch. Wieder aufgedreht, ne? Wir müssen spazieren gehen wieder. Also, willst du mal wieder hier nach Hause rein? Guck mal, hier warst du die ganze Zeit nicht mehr. Hier, dein ganzes Spielzeug und so. Es ist doch Penis. Es ist doch Penis? Es ist Penis. Ach, und es was? Ich dachte, es ist... Es ist Penis, aber es schmeckt ihm unglaublich. Und er hält es in den Mund und schmeißt es durch die Gegend und läuft dann wieder hinterher. Alfie, das ist total okay. Er ist ganz, erstaunt, wie es riecht jetzt, glaube ich. Alles neu hier, Alfie. Alfie, Platz! Alfie, Platz! Das funktioniert. Alfie, möchtest du den Adventskalender aufmachen? Oh. Erinnerst du dich noch? Alfie, du hast ein paar Türchen nämlich aufzumachen. Mal gucken, welches. Ja. Also, Alfie, es geht weiter mit der 2, 3, 4, 5. Guck hier. Was ist da drin, Alfie? Guck mal. Oh, ein Spielzeug. Ist das ein Brötchen? Ist das ein, das ist ein Burger. Das ist ein kleiner Burger. Alfie, sitz. Was? Und weg. Ja, das war jetzt. Das finde ich auf jeden Fall gut. Alfie, du hast noch 3 weitere rauszupacken. Ja, ich glaube, wir überfordern, wenn wir jetzt alle gleichzeitig aufmachen. Aber das ist natürlich immer. Es schneit? Oh! Schneit echt so richtig. Oh, der quietscht aber richtig damit. Ja, cool. Endlich mal was, wo Mutter quietschen kann. Das findest du cool, hm? Und es ist aber nicht so ein lautes Quietschen. Nee, das ist ein sehr angenehmes Quietschen. Ja, das ist top, top Adventskalender auf jeden Fall. Alfie? Alfie, komm! Alfie und ich gehen jetzt gerade direkt raus, denn das hier wird Alfies erster Schnee. Alfie, bin ich schon aufgeregt. Erster Schnee! Wir haben gerade meine Jacke nicht angezogen, weil ich jetzt noch nicht, dass wir so ultra lang draußen sind. Und dann spürt das für den Schnee auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Das wird lustig. Okay, Alfie, was sagst du, ha? Huh? Was ist das? Huch? Schnee? Aber irgendwie interessiert sich der Schnee gar nicht so, ne? Das ist der erste Schnee. Aber Alfie, irgendwas, das so einen kleinen Schneeball macht? Ja? Mal schauen. Alfie, komm mal her. Komm her, Alfie. Muss ich ihn abwerfen dafür, oder was? Komm her. Hier, Schnee. Na, was sagst du? Das, was ist damit los? Guck mal, das kann man eigentlich einen Schneemann bauen. Alfie, komm mal her, wir könnten jetzt einen richtig tollen Schneeball alle zusammen bauen. Alter, das funktioniert voll gut. Und immer weiter, immer weiter. Da. Na, guck mal, ein toller Schneeball haben wir, ne? Oder? Hat Schnee gegessen. Ja. Schönen Tag noch. Komm, ich geh nach Hause. Er versteckt sich die ganze Zeit in so kleinen Hauseingängen, weil es da wahrscheinlich ein Tick wärmer ist und da kein Schnee mehr liegt. Also irgendwie ist Alfie kein so Schneefan. Alfie scheint den Schnee irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob er es nicht richtig checkt, dass das überhaupt was anderes ist so. Ob er das so wahrnimmt. Ich glaube, das, was ihm vor allem stört, ist, dass es kalt ist. Ich meine, deswegen ist er in den Hauseingängen schön versteckt, weil es da so ein bisschen wärmer war und kein Schnee da. Also eigentlich sagt mir das Hunde sich, also die meisten Hunde sich total freuen, wenn Schnee da ist und dann rumtoben und so. Und das war ihm einfach gar nicht der Fall. Er ist halt wie immer, halt sich von allem ablenken lassen, wenn irgendwo ein Mensch längst gegangen ist oder wenn irgendwo ein anderer Hund war, sofort. Aber dass der Schnee war, irgendwie
Weiß nicht, ich glaube nicht, dass Alfie das richtig gecheckt hat. Das war mir ganz komisch. Die haben ja auch die kleine Schneekugel gebaut und erst hat sich nicht dafür interessiert, dann hat er einmal davon abgebissen, dann nochmal davon abgebissen, war anscheinend irgendwie ganz lecker. Aber ja, nicht das, was ich jetzt erwartet habe. Und Leute, schaut euch hier mal an, wie die Straßen aussehen. Ist euch auch Autofahren hier. Ist ein bisschen anders und muss man ein bisschen vorsichtig fahren hier. Die letzten Tage hat es auch immer schon hier geschneit in Köln, aber ist nie was liegen geblieben. Aber jetzt schaut euch das an. Winter Wonderland ist das hier. Und schaut euch hier mal die Straßen an. Selbst die sind komplett von Schnee bedeckt. Also in den letzten Tagen hat es hier in Köln schon ordentlich geschneit. Aber es ist nie auch nur anders, weil irgendwas liegen geblieben eigentlich. Und jetzt schneit es seit Stunden und die Straßen und Autos sind voll. Autofahren ist auch sehr interessant. Hier muss man ordentlich vorsichtig unterwegs sein. Boah, da sind wir gerade mal ein bisschen quer gewesen. Vor allem mit so einem heckgetriebenen Auto hier. Wir haben natürlich ordentliche Winterreifen aber drauf. Und auch hier, wenn man jetzt mal hier bremst, man rutscht erstmal, selbst wenn du nur aus 10 km/h fährst. Deswegen immer ordentlich aufpassen. Ihr seht es auch hier unten, die Traktionskontrolle ist praktisch dauerhaft am Arbeiten. Und die Schneeschieber machen hier ihren Job. Aber da Sonntag ist es praktisch niemand unterwegs. Und das ist jetzt hier gerade mal Vorteil für uns. Sonst wäre hier so ein Verkehrschaos. Aber hat sich gut geschlagen, der Wagen. Und jetzt gehen wir rauf ins Ufer. Schaut euch allein mal den Innenhof hier beim Ufer an. Es liegt so viel Schnee. Ich glaube, es könnte reichen, um Schnee mal zu bauen. Eigentlich müsste man noch mal machen. Hallo! Freunde! Ja. Sieht natürlich mal wieder hier nach einem Saustall aus. Was sagst du? Was liegt hier alles? Junge, ich räume jetzt hier gerade auf, ja? Frohe Weihnachten! Hä, wir haben doch nicht Weihnachten. Nein, aber schneit. Ach so, dann ist Weihnachten aus. Ja. Ah, okay. Darf ich gleich helfen? Willst du mit Schnee mal bauen? Ja. Im Innenhof? Ja. Boah, hast du Handschuhe dabei? Nur meine. Es ist saukalt, ne? Ja. Pussy. Schneit aber so heftig. Ich glaube, wir können wirklich einen Schneemann bauen. Wir können Weihnachtsmann bauen. Brauchst du mit? Ja, bin dabei. Aber als allererstes muss ich jetzt erstmal hier ein bisschen Gaming aufnehmen. Und danach sehen wir uns direkt unten wieder. Wir verzweifeln hier gerade an der Einrichtung vom Server, Leute. Ach, hoffentlich kriegen wir das noch hin, aber... Schaut mal raus, es schneit nicht mehr. Und der Himmel wird so richtig krass blau da hinten. Das sieht so richtig wie so eine Eislandschaft aus oder so. Das sieht richtig unnatürlich aus, wie blau dieser Himmel ist. Ding ist, nur Revi und Leon sind gerade weg. Und alleine kann ich schlechten Schneemann bauen, aber da unten, das schmilzt schon. Oh nein, ich will unbedingt noch einen Schneemann bauen. Ich meine, Leute, schaut euch das an. Das hier, so sieht mein Charakter hier aus. Und sobald ich einmal kurz mich hier bewege, ich drücke, hier geht das ganze Bild, wird blau, dann komme ich wieder zurück und drehe weiter. Ja, wir wollen doch nur spielen. Oh Leute, das kann doch wirklich nicht sein. Es hat zwar jetzt endlich alles mit dem Gaming geklappt, aber na gut, was zeige ich euch das? Man kann es eh nicht sehen. Also man kann es ja ahnen. Seht ihr das hier unten, Leute? Seht ihr, dass man sogar die Parkplatzmarkierungen sieht? Der ganze Schnee ist geschmolzen. Schon so 2 Stunden, nachdem es aufgehört hat zu schneien, war praktisch schon der ganze Schnee weg. Und jetzt ist einfach gar nichts mehr da. Das ist echt so traurig in Köln, dass der Schnee nie liegen bleibt. Und eigentlich war mein Plan eben, den ersten UFO-Schneemann zu bauen. Das wird heute leider nichts, vielleicht schneit es ja demnächst nochmal. Aber man kann halt nicht immer alles haben. Ach Leute, wenn ich jetzt hier fahre und sehe, dass der ganze Schnee überall in Köln geschmolzen ist, dann bin ich echt traurig, dass ich heute nicht mehr aus dem Schnee gemacht habe, ey. Es ist so selten, dass in Köln wirklich überall so Schnee liegt. Und hätte man echt irgendwas Lustiges draus machen können und einen coolen Tag haben können. Naja, immerhin war ich ja kurz mit Alfie draußen im Schnee. Das war ja auch schon ganz lustig. Aber sorry, das hätte heute echt irgendwie ein cooler Vlog im Schnee werden können. Stattdessen ist jetzt nicht ganz so viel passiert. Aber manchmal hat man solche Tage. Immerhin habe ich geschafft, die neue Gaming-Serie jetzt endlich mal zu starten. Das hat auch viel zu lange gedauert. Aber irgendwie komme ich im Moment nicht so gut klar. Alfie! Alfie! Na, alles gut? Ich habe gehört, du warst heute nochmal im Schnee, stimmt das? Warst du noch mal im Schnee heute? Ja, wir waren noch mal im Schnee. Da hat es noch nicht mehr geschneit. Da lag nur Schnee. Und das fand er dann super gut. Ja? Ja. Ja? Hat er denn richtig verstanden, dass es Schnee ist? Ich weiß nicht, hab ich nicht gefragt. Aber ich meine, hat er irgendwas, hat er irgendwie... Der hat so, also seine Nase immer da drin vergraben und dann hat er das so mit den Pfoten so rumge... Alfie, hast du Spaß? Oh, what? Ich weiß, es Spaß. Ja. Ah, das hat bei mir gar nicht gemacht. Bei mir ist er einfach nur so rumgelaufen und... Muss halt die Mama dabei sein. Nee, ja. Nein, ich glaube, es lag echt daran, dass es halt nicht mehr geschneit hat und dann nicht nass wurde. Ja, bei mir war die ganze Zeit, schneit, das ist blöd. Das war cool. Ist blöd, dachtest du, ne? Dachtest du, ist blöd? Dachtest du, ist blöd? Dachtest du, ist blöd? Naja, Leute, wie gesagt, ich hätte euch heute gerne irgendwie ein bisschen Vlog mit noch mehr Inhalt geboten, aber manchmal klappt es einfach nicht. Falls ihr gestern das Gewinnspiel aus dem Team Spielkind Adventskalender vermisst habt, das gab es ausnahmsweise auf dem Spielkind Instagram-Kanal. Das heißt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei, einfach nach Spielkind auf Instagram suchen, dann kommt ihr direkt dahin und könnt auch noch am Gewinnspiel teilnehmen. Für das heutige Gewinnspiel könnt ihr eine Uiboom 2 gewinnen. Also so eine nice Bluetooth-Musikbox, die übrigens auch noch im Schnee funktioniert. Und das kein Powerplay mehr, Leute, ist selbst gekauft. Aber wer sich noch dran erinnert, ein Tag im Leben von Dena, eins der Vorläufer sozusagen meiner Daily-Vlogs, habe ich damals 2013 gefilmt, als ich nach Köln gezogen bin, in meiner allerersten eigenen Wohnung. Da habe ich schon den Vorgänger von dem Teil hier benutzt. Junge!
Jo, meine lieben Jungs, der Tag hat begonnen und ich wollte euch heute ungefähr mal so zeigen, was ich eigentlich jeden Tag mache und jeden Tag nach dem Aufstehen als erstes ist Musik anmachen, ja? Also erstmal auf dem Handy und dann aber normalerweise auch direkt, weil High Quality, das muss sein, erstmal hier schön mit koppeln. Wenn es funktioniert, funktioniert nicht immer, aber normalerweise schon irgendwo und dann passt mal auf. Aha. Deswegen... Die Teile sind cool. Wenn ihr so eins haben wollt, müsst ihr einfach nur Abonnent hier vom Kanal sein. Abonnieren könnt ihr einfach direkt unter dem Video. Da ist ein schöner Button und da kann man auch noch die Glocke aktivieren. Und dann bekommt ihr Notifications rein, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Also empfiehlt sich auch. Und dann schreibt mir einfach eine Mail mit dem Betreff Tag 11. Schreibt einfach da rein, dass ihr gerne das Teil hier gewinnen wollt. Und euren YouTube-Namen, dann finden wir das alles schon. Und ja, alle Infos zum Gewinnspiel sind natürlich auch unten in der Videobeschreibung drin. E-Mail-Adresse, wie gesagt, adventskalender@25made.com. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einem richtigen Vlog. Und dann kommt Paul vorbei, Leute. Dann zieht Paul nämlich hier nach Köln. Dann nehmen wir euch natürlich auch mit. Für heute war es aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen und macht's gut. Ciao. Ja, Alter, was machen die da? Guck mal, was die da machen. Das machen die auch nur, wenn es schnell reicht. Tja. Na, schmecken leckerlich auch im Winter gut.